So, Glucana haben wir hier. Die zwei in Combo werden die Bude rocken. Dann dazu ein Dorf. So, brauchen wir nichts nachlegen. Sehr schön. Wolf 2. So, wir bräuchten wirklich eine Spike Factory hier jetzt. Einmal nachlegen ist drin. So, haut hin, einmal nachlegen muss man. Aber soweit kein Problem. Ich spare jetzt auf die Spike Factory. Wolf 3 haben wir. So, wir haben es, die Spike Factory, sehr schön. Kommt hier unten hin. Ich lege hier einmal nach, einfach zur Sicherheit. Zweites Mal. Oder wenn wir mehr nachlegen dürfen. So, ist sich ausgegangen. Weiter geht's mit 4. Wir brauchen den hier rechte Seite, dann läuft's. Ich scheiß auf das Kackdorf, Leute. Das muss auch ohne gehen. Wir brauchen hier die rechte Seite. Hammer. Oh, jetzt geht diese Spur besser. So. Jetzt haben wir ein bisschen Luft. So, jetzt können wir eine zweite Farm bauen. Wir werden es bei 2 Farmen belassen, weil es rentiert sich sonst eh nicht. Oder wisst ihr was, machen wir 3. Ist schon okay, wir machen 3. Nonstop habe ich draußen, weil das brauchen wir nicht. So, hier wenn wir die 3 Farmen nehmen. Das sollte dann reichen. Wave 6. Stahlblumen sind ekelhaft. So, Wave 7. Es werden jetzt bald Keramiks kommen. Und mit denen müssen wir klarkommen. Wave 7 haben wir. Jetzt läuft's. Oh, da sind die Keramiks. Noch geht's, aber es ist halt nicht gemütlich. Da muss man jetzt wirklich was machen. Wolf 8, so, das ist die letzte Runde, wo man was mit Spike Factory hier macht. Spike Factory sage ich mit Bananendingern machen und dann müssen wir andere Tower machen einfach. Wird sonst zu dreckig.
bin ja neugierig. Müssen wir hier nachlegen oder nicht? Ja, müssen wir. Aber nicht viel. Wow, nicht schlecht. So, dann nehmen wir das hier, dass das ein bisschen hält. Und das war's dann. Thema Bananenfactories übrigens. Das natürlich. So, du kriegst jetzt mal Massendamage hier. Dann wird das Ganze spur leichter wieder. Wir müssen auch was gegen Bosse machen. Ich werde hier die linke Seite nehmen. Nichts zum Aktivieren. Ist besser so. Zu Ende 10 will ich den auf Max haben. Ich denke, das wird sich ausgehen. Wave 10. Wenn wir den auf Max haben da unten, dann sollte das gut gehen. Ich werde auch ein Dorf nehmen, dann ist es billiger. Jetzt kostet es 13,4, ja? Und baue ich das Kackdorf hier hin. Oh. Ein bisschen runter noch. 13,4 kostet es mir 11,8. Also das ganze Dorf hat sich dann schon rentiert, ja? So, die ersten drei Bosse, vier Bosse, das werden nicht die einzigen sein oder bleiben. Oh, das ist jetzt aber nicht so gut. Das wird ein Problem. Scheiße. Nachlegen vor die Wind. Jo. So, den Hammer. Sehr schön. Das hilft schon mal viel aus. Jetzt kommt der auch noch. Scheiße! So, wie ist die Range von dem? Dann nehmen wir hier noch eine zweite Spark Factory. Oh, die linke Seite gleich. So, der müsste aber auch die Bosse aufhalten, weil die sind langsam genug, dass hier genug Spikes dann liegen. Macht dann gleich noch einen zweiten links und das sollte wirklich reichen, Leute. Sogar, dass wir einen grünen aufhalten. Jo, läuft. Wave 12! Überhaupt kein Problem. Kriegt nur die Fresse hier, der Boss. So richtig in die Fresse. Jawohl. Ich würde sagen, wir sind aus dem Schneider. Jetzt haben wir zwei so Dinge. Wir werden sogar hier nur das upgraden. Dann hauen die noch mehr Spikes raus. Dann sollte man sogar einen grünen aufhalten. Wolf 13. Wird kein Problem sein. Bei Ende der Runde kriege ich nämlich noch Geld, wenn ich das hier verkaufe. Auch zwei rote sind hier kein Problem jetzt. So, wir können das jetzt mal chillig verkaufen hier. So, jetzt überlegen wir, was machen wir denn Schönes? Wir nehmen hier einen zum Aktivieren. So, das geht ohne. Überhaupt kein Problem, da müsste ein grüner sich locker ausgehen. Der Weg ist zu lange hier, dass der das überlebt. Wave 14, die letzte Wave, Ladies and Gentlemen. Dann nehme ich sogar noch einen zweiten zum Aktivieren, und zwar hier. Die letzte Wave, die 14er, wird aber kein Problem sein. Oh, kommt der Hoffen. Aktivieren wir lieber mal durch. Aber das wird sich locker ausgehen. Kommen Millionen gefüllt darunter, aber das ist alles kein Problem. Dann machen wir Boom und der Ruhe ist im Häusl. Jawohl! Schön geschafft, Leute. Wir haben das wunderbar hingekriegt.
So, bevor wir jetzt im Boss fighten, werde ich hier was bauen. Und zwar ein Spezialgebäude. Denn ich möchte hier weiter upgraden. Den könnte man mal Tier 4 machen. Schauen wir mal, was wir überhaupt wollen. Ja, was wollen wir? Den brauche ich nicht Tier 4 unbedingt. Ja. Das Flugzeug Tier 4 ist jetzt sicher nicht so das Verkehrte. Aber der könnte nämlich die DDTs vielleicht ein bisschen fisten. Und Bananenfabrik Tier 4, das wäre es. Ja. Ja, das wäre es auf jeden Fall. Das ist es so. Require Banana Research Headquarter. So, dann suchen wir Bananen Research Headquarter. Das wird sicher da unten wo sein. Bananen Research Headquarter, wo bist du? Ah, hier. Da brauche ich 60.000. Da haben wir zu wenig Geld. Das heißt, ja, warten oder was anderes bauen. Oder neue Idee? Moment zurück. Was brauche ich hierfür? Energy Konzentration Cells. Schauen wir mal. Energy Konzentration Cells. Wow, was für scheiß Namen, ey. Wo bist du? Ah, hier. Das bräuchten wir auch. Dann können wir Tier 4 bauen. Bei den Towern, das ist dann der Elektro-Ding, der dürfte auch gegen DDTs sein. Würde ich sagen, ne? Ja, dann bauen wir das. So, bitteschön. Was für ein hässliches Gebäude. Aber okay. So, Aktion tritt dem Boss in den Arsch. Started. Und wir werden es mit den guten alten Tech-Shootern machen. Das nehme ich gar nicht. Weil da ist das hier sogar noch besser. Das bringt sogar noch mehr. So, den upgraden wir gar nicht hier. Den schon. Da kommt eh nichts raus hier. Nur ein Problem, wenn wir haben mit Stahlblunz, aber der Rest ist wurscht. Oh, leckt extrem gerade. Oh, der Boss kriegt seine Portion hier. Er kriegt gut Schläge. So, dann werden wir hier das vorbereiten schon. Ja, der Boss, der kriegt was ab hier. Und der ist stinksauer. Hier hinten wieder vorbereiten. Der wird nicht weit kommen. Der kriegt hier ziemlich aufs Maul. Passt im Netz, unsere Tower. Ne? Jetzt kommen Stahlblons. Können wir schnell mal vernichten. So, da brauchen wir nichts mehr machen. Der ist so gut wie tot. Ich werde nur einen Sniper nehmen sogar. Dann kann ihm ruhig die Fresse einhauen. So, dann verkaufen wir den. Nehmen wir nur einen dritten Tech-Shooter und das war's dann für ihn. Sniper ist nicht so brauchbar, den verkaufe ich wieder. So. Besser Tech-Shooter! So da, und Gläser Geschichte, Leute. Jawohl! Haut super hin, also der Tech-Shooter ist hier eine richtige Geheimwaffe.
Der geht richtig gut. Zumindest gegen den Boss, ne? So, haben wir ein bisschen was gekriegt. 5 Plus uns auch. Läuft, läuft, läuft. Ein 6er werden wir auf jeden Fall noch machen. Ich schau mal rein kurz. 12 werden wir sicher nicht machen. 9. Bei 9 wäre interessant, weil da kriege ich 6 Kisten. Aber das wird schwierig. Aber wir können es machen mit Tech-Shoot. Dann werden wir es probieren und blablabla. Das auf jeden Fall. Wie viel haben wir noch Zeit? Oh, nur mehr einen Tag. Okay. Ja, dann werden wir heute nur mal Richtung 6 zumindest gehen. Ja, 9 wird es nicht, aber 6 wird es werden. Und dann kriegen wir 4 Kisten. Ich mache mal die eine hier auf. 1, 2, 3, 4. So, Standard-Kiste. Nichts Besonderes. Aber okay. Schiff kriegt 30 und Blun-Sabotage kriegt 80. Nice one, nice one, nice one. So, dann gehen wir nochmal. Hoppala. Überall kassieren. Weil Geld kann man ja immer gebrauchen, ne? Zack, 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 zack. Und City 2 wird natürlich auch nur ein bisschen was sponsoren. Wir müssen in der City hier unbedingt was machen, dass wir überhaupt Geld können. Wir sind nämlich jetzt voll und ich könnte hier gar nichts mehr wirklich Sinnvolles bauen. Also da müssen wir jetzt langsam was machen und hier könnt ihr noch was bauen. So Tier 4 Scheiße könnte man langsam mal anfangen, ne? Was ist das da? Advanced Rock Lab. Ja, wir könnten hier ruhig Tier 4 mal anfangen. Ich schau mal, was ich da brauche für das Black Factory hier. Wir brauchen ein High Density Explosive Workshop und Spike bis bla 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 Unit. So, wo ist das High Density Explosive Workshop? Das ist das. Das brauchen wir. Und wir brauchen einen. Boah, diese Namen. Boah, irgend so ein Scheiß halt, ne? Spike Disappear Unit. War das nicht das? Ne. Das haben wir schon, oder was? Hä? So, muss ich mal gucken jetzt. Ne. Spike Disappear Unit. Ja, das haben wir gebaut, aber das ist noch nicht fertig anscheinend, ne? Also so sehe ich das gerade. Wo ist denn das Ding nochmal? Spike Disappear Unit. Ja, aber das ist noch nicht fertig. Es wird wahrscheinlich erst gebaut. So, was ist das da? Advanced Rocket Lab. Also einen Tank können wir auf jeden Fall bauen. Das kann man auf jeden Fall brauchen. Dann. Hier brauche ich nichts mehr. Upgrade, bla bla bla. Ja, das für Supermarkt ist, aber das braucht mal ein bisschen zu viel Platz hier, ehrlich gesagt. Da haben wir anderes frei, sehr schön. Aber wir könnten eins machen, wir könnten. Das verschieben, oder geht das? Ne. Schlecht. Aber egal. Weil das möchte ich für Monkey vs. Monkey hier haben, da will ich nicht irgendwas anders haben. Na gut, dann bauen wir hier weiter. So, hier haben wir auch noch ein Plätzchen frei. Jawohl. So. Ein bisschen was geht noch. Was haben wir hier? 2 von 7 Kanonen, brauchen wir. Oh, eine Spike-Fackel können wir bauen. Das ist natürlich super. Das werden wir auch gleich machen. So Dörfer braucht man langsam auch mehr. So ein Turm da noch und dann machen wir noch ein Dörfchen. So, Dorf ist unten irgendwo. Warte mal, Ingenieur. Jo, scheiß drauf, das Dorf. Ingenieur ist wichtiger. So, es gibt auch schöne XP und so, dass wir Richtung 24 gehen und bei 25 können wir ja dann mehr upgraden. Um das geht's ja. So, da unten habe ich auch noch was frei. Aber das lassen wir mal.
Jo, läuft, läuft, läuft. Da kann man sich nicht beschweren. Ich würde sagen, wir kassieren hier mal Money noch. So, und hier auch. Dann kriegen wir noch mehr. Jo, läuft. Leute, vielen Dank fürs Zusehen wieder. Ne? Hat wieder eine Menge Spaß gemacht. Das Game ist geil. Und es würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Im nächsten Part. Und im übernächsten. Und im überübernächsten. Und so weiter und so weiter. Denn wir werden hier noch viel Fun haben. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.